Zähne zu retten, die andere entfernen würden, das macht Spaß. Warum man Zähne retten soll, muss man eigentlich gar nicht erklären. Das ist ja eigentlich der Inhalt unseres Berufes. Und trotzdem ist es ein Thema, das mir unglaublich viel Spaß macht. Zusammen mit meinen Kollegen aus verschiedenen Richtungen zu gucken, wie können wir Zähne retten, die andere vielleicht schon abgeschrieben haben, die der Patient vielleicht abgeschrieben hat, das wollen wir Ihnen gerne zeigen. Studiert habe ich in Hamburg, habe danach meine Assistenzzeit gemacht und habe danach was ganz Großartiges machen dürfen. Ich war 3 Jahre in Holland, habe da ein PA-Programm machen dürfen, richtig von der Pike auf PA gelernt und bin so eigentlich in diesen ganzen Bereich Zahnrettung auch so ein bisschen reingeschlittert. Und das macht mir bis heute richtig viel Spaß. Patienten beraten, Zähne retten, die Zähne, die wir nicht retten können, vernünftig wieder restaurieren. Und das möchte ich Ihnen eigentlich auch gerne weitergeben. Was müssen wir wissen, um tief zerstörte Zähne zu retten? Wir müssen uns Gedanken machen über die parodontale Seite, müssen gucken, wie stark ist so ein Zahn eigentlich in Bezug auf den Knochen zerstört. Müssen wir vielleicht an den Knochen ran, müssen wir chirurgisch arbeiten? Können wir so einen Zahn vielleicht extrudieren? Können wir über Komposittechniken was machen? All das sind Fragen, die ich gerne mit Ihnen durchgehen möchte. Und am Ende müssen wir uns auch die Frage stellen, wo macht es eigentlich keinen Sinn mehr? Wo müssen wir einen Zahn vielleicht auch entfernen? Und auch da möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie man dann mit der Zahnentfernung und mit der Alveole so vernünftig umgeht, dass für den Patienten am Ende doch noch ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Mein Name ist Dr. Jan Behring und ich bringe Ihnen alles bei, was ich weiß.